Hallo, hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zu dem zweiten Wochenbett-Video. Ich muss ein bisschen aufpassen. Die Maus wird gestillt. Ich sehe ein bisschen komisch aus. Heute ist die Maus, wie alt? Eine Woche und einen Tag, ne? Wir haben heute den Termin zur U-Untersuchung. Mach mal leiser, Calvino, bitte, ja? Ein bisschen leiser. Danke. Ja, wir haben heute die U2, deswegen sind wir so in Aufbruchstimmung. Es ist unser zweiter Termin auswärts heute. Und mit Baby ist das ja echt alles so ein bisschen zeitlich knackig. Ne? Dann wollen die stillen, dann wollen die dies, dann wollen die das. Aber, naja, eigentlich ist sie ja ganz pflegeleicht, unsere Mosi. Ja, Calvino hat gerade Homeschooling-Pause, der ist auf dem Sofa. Und heute ist Zeugnisausgabe. Gibt es die Zeugnisse, die können die entweder abholen, die Kinder, oder die holen dann, wenn Homeschooling Ende ist, kriegen sie die. Wir haben gesagt, wir brauchen das ja jetzt nicht, das Zeugnis, dann können wir das einfach abholen oder mitnehmen, wenn Homeschooling zu Ende ist. Ich packe jetzt gerade hier die Tasche von der Maus. Das ist ja doch einiges, was man da immer so braucht. Ne? Hier ist gerade meine Still-App offen. Damit ich nicht vergesse, welche Seite dran war. Hier haben wir Heilwolle, die hilft uns sehr gut beim Windeln wechseln immer. Die war schon mal ein bisschen rot und jetzt mache ich da immer ein bisschen vor, oder wir. Ein Ersatzstillhütchen, eine Ersatzstrumpfhose, Ersatzsocken, Ersatzbody, Ersatzhose, zwei so Schnuffeltücher und hier habe ich für unterwegs, falls der Hunger kommt. Und hier habe ich geschenkt bekommen, so eine kleine Wickeltasche. Schaut mal, die ist selbst genäht. Die hat Bernds Schwester gemacht mit so vielen kleinen Fächern. Da ist bis jetzt nur das drin, so eine Salbe. Zwei Windeln oder eine nur noch. Eine habe ich schon mal benutzt. Und hier sind Feuchttücher und Ersatzstilleinlagen. Ich habe ja die aus Baumwolle, aber falls die mal voll sind unterwegs, habe ich noch welche. Und dann packe ich da mal eben noch ein paar Windeln rein. Die haben wir hier. Für unterwegs nehme ich dann immer die normalen. Zu Hause nehmen wir die Stoffwindeln. Und unterwegs nehmen wir hier, haben wir noch so Pampers, so ein Werbegeschenk. Ja, und von meiner Freundin habe ich die geschenkt bekommen. Ist sie nicht schön, die Wickeltasche? Die hatte mich schon mal vor Wochen gefragt, ob ich die haben will. Und ich so, nee, brauche ich nicht. Und ja, jetzt mit Kind, wo es dann da ist, ist mir aufgefallen, wie viel man braucht, was man so mitschleppt. Deswegen, die ist richtig schön, schaut mal. Ganz viele Fächer, ganz praktisch. Da habe ich mich sehr gefreut. Und da ist ja auch gar nichts dran. Die sieht ja fast aus wie neu. Super. Ja gut, ich packe jetzt alles und dann geht's los zum Kinderarzt. Wir sind zurück vom Kinderarzt und das war total toll. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, die schmeißen die da voll rum und ne, dass sie halt schreit wie am Spieß und so. Und ja, hat sie aber nicht. Das war ja dieselbe Kinderärztin, wo wir auch mit Calvino waren. Und ja, mit Calvino mussten wir jetzt so groß gar nicht mehr zum Arzt, waren also lange nicht mehr da. Und dann hat sie so gefragt, ja, wie geht's dem Calvino? Und schöne Grüße und so. Das war richtig, richtig nett. Und die haben halt gemessen und gewogen und Kopfumfang. Und ja, alles ist super. Und natürlich, ich habe sie ja hier noch fertig gemacht, die Devia. Also gewaschen und gewickelt, frisch und so. Und dann waren wir im Auto und hat sie natürlich die Windel voll gemacht. Natürlich, wie das so ist. Und dann also hatten wir so ein bisschen Stress, weil da war eine große Baustelle, wo der Parkplatz ist von der Kinderarztpraxis. Und dann hatten wir keinen Parkplatz gefunden erst. Und deswegen waren wir halt so 3 Minuten zu spät oder so. Und dann war ich so, ich komme ungern zu spät. Ich bin gerne pünktlich. Und ja, dann war ich ein bisschen gestresst. Dann habe ich sie da gewickelt und so. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Habe ich ja vergessen. Ich habe immer noch ein bisschen meine Demenz. Ja, und die Maus hat das alles ganz super gemacht. Die schläft jetzt hier. Da, sie bewegt sich. Ich habe es jetzt nur gerade hier reingelegt. Da ein bisschen am, so, man weiß nicht, Wachschlaf. Ja, jedenfalls war das ganz entspannt und gechillt. Sie hat gar nicht geweint. Ich habe sie immer gestillt zwischendurch zur Beruhigung.
Und die haben auch gar nicht viel gemacht, halt einmal abgehört, gemessen, gewogen und einmal im Mund und einmal in die Ohren geguckt, hier wegen dieser Gaumenspalte und so, also alles super. Und jetzt haben wir erst wieder dann die U3. Ne, und morgen gehen wir nochmal zur Hebamme. So. Ja, und Bernd ist jetzt nochmal eben was einkaufen gefahren. Calvino hat jetzt Homeschooling zu Ende. Der hat jetzt Wochenende. Ist auch schön. Ach, und ja, wir haben jetzt hier diese, das sind nicht FFP2, das sind diese KN95 oder so haben wir, ich weiß nicht, 300 Stück bestellt oder so, weil das wird bestimmt jetzt noch ewig und 3 Tage, dass wir das brauchen werden. Dann haben wir das wenigstens, dass wir da keine Sorgen haben. Ja, und heute gibt's lecker Essen. Der Bernd hat schon vorbereitet, als ich duschen war. Heute gibt es, das wird Kartoffelsalat, Spinat und Kartoffeln. Und dazu gibt es dann Bratwurst, die ist hier. Die taut gerade auf. Ja, und ich soll viel essen, hat die Kinderärztin gesagt. Also Snacks, esse ich gleich schon mal was Gesundes. Ein paar Vitamine und das Essen setze ich jetzt schon mal hier auf. Dann kann das schon mal alles gar werden, weil der Bernd kommt ja gleich und dann können wir essen. Und dann, neben dem Stillen, meine neue Lieblingsaufgabe ist Wäsche waschen. Hier zu Hause nehmen wir ja die Stoffwindeln und ich habe jetzt hier ganz viele Windeln immer zu waschen. Aber ich mache das total gerne, sage ich euch. Das muss ich alles falten. Ich liebe Wäsche waschen und so. Da ist das Windelfach, also alles, das ist richtig praktisch. Hier kann ich die Stoffwindeln, die packe ich immer da rein, die werden separat gewaschen. Hier sind dann die Mullwindeln, die dreckigen drin. Hier habe ich immer Putzlappen drin, also es ist richtig schön organisiert. Das sind alles die kleinen Fächer und hier sind die großen Fächer. Richtig praktisch, da kommt immer bunt rein. Ihr seht, ich mache wirklich gerne Wäsche, deswegen ist hier immer leer. Die läuft den ganzen Tag, die Waschmaschine. Das ist echt so, weiß ich auch nicht, mein Hobby. Ich liebe das, wenn die so frisch riecht. Total toll. Ja, ich mache jetzt mal hier weiter und hole euch später wieder dazu. Ich glaube, ihr habt noch gar nicht gesehen, dass wir ja hier die Küche jetzt quasi in Anführungsstrichen fertig haben. Der Mülleimer darunter kommt noch weg. Da packen wir immer große Pappstücke rein. Müssen uns noch was einfallen lassen. Also die Theke ist jetzt hier quasi neu und der Schrank darunter ist halt ein bisschen alles nicht so, wie wir es normal geplant hätten. Aber da ja die Küche mit umgezogen ist, ja, haben wir halt das Beste daraus gemacht. Und dadurch, dass wir den HWR jetzt haben, haben wir so viel ausgelagert an Geräten, dass die Hälfte der Küchenschränke noch leer ist. Aber egal, was machst du, Yoga? Geh mal runter, das Smurfy. Runter! Der hat mir gerade geholfen, der Smurfy. Ich habe ein Paket bekommen. Ich habe noch euch erzählt, ich habe mir Bettwäsche bestellt. Und eine ist schon da und das ist die zweite. Das ist so Biber-Bettwäsche. Und Smurfy hat den Karton aufgemacht, ne? Ja, super. Ja, er mag immer gerne schnüffeln, ne? Fein bist du. Ja, da geht das Schwänzchen, ne? Super. Fein machst du das. Klasse. Ja, die Maus habe ich hier auf dem Arm. Und die ist mir jetzt eingeschlafen. Ist so süß, sie hat noch ihre Jacke an. Egal. Und ja, was ich sagen wollte, Bernd ist ja noch nicht da und ich habe jetzt angefangen zu kochen. Und weil ich nur eine Hand frei habe, kann man hier schön alles auf der Theke immer erstmal so abstellen und es dann auf den Tisch stellen. So als Zwischenstation. Die Maus. Und die sieht so fein aus. Und sie schläft. Und sie schläft. Und sie schläft. Und gleich kommt der Papa. Und dann können wir alle essen. Wir haben ja rausgefunden. Oh, es ist ja dunkel, ne? Sorry. Da kommt der Papa, ich höre ihn schon. Wir haben rausgefunden, egal was man singt, das findet sie toll, egal welchen Text, Hauptsache die Melodie ist da. So, jetzt ist der Papa da. Machen wir mal die Tür auf, ne? Der Papa ist da, Herrchen ist da. Da ist er. Warte, erst wenn er reinkommt, ist die Tür zu, dann mache ich auf. Ja. Ach. Der Papa muss noch mal runter. Das
Murphy musste noch warten, er hat noch mehr aus dem Auto zu holen, der Papa. Ja. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir die Jacke ausgezogen kriegen. Und wenn du jetzt so schön schläfst, ne? Ja. Warte. Nein, ich habe gerade auch gesungen und habe gesagt, wir singen immer irgendwelche wirren Texte. Hauptsache die Melodie ja, passt. Ja, das ist die Tinte gleich. Dann rechts, dann links, dann links. Ja, du kriegst die Tinte gleich. Ja, dann schläfst du immer schön. Die mag das. Fein. Ja. Genau. So hübsch wie die Mama. Und die Maus. So schlau wie der Papa. Andersrum wäre auch doof. Nein, die, deine Haare haben alle schon geschrieben. Und eine hat auch geschrieben, die ist original Papa, finde ich auch. Die kennen ja den Opa nicht so, aber wenn ihr den Opa kennt, sehen... Ja, ja, genau. Der Opa sieht auch... Ja, der sagt immer Art, nein. Wie ja. Die Art, nicht das Aussehen, die Art. Ja, aber schon ein bisschen auch so ähnlich, die Brille, egal. Jedenfalls... Die Maus freut sich, wenn man ihr komische Lieder singt. Ja. Ja, du kennst die Titten. So macht der Titten. Kannst kaum erwarten. Das Murphy schläft auch immer ein, wenn er die Lieder hört. Rechts, dann links, dann rechts, dann links. Ja, du kennst die Titten gleich. Dann geht's in die Windel und da steht. Ach, ich wollte. Hat sie echt jetzt? Ja, ja, hat sie gemacht. Hast du fein gemacht, das ist doch gut. Ja, ja, die Freude hat immer ein wohliges Gefühl im Bauch. Ganz glücklich. Ich wollte euch die Bettwäsche zeigen. Die ist richtig schön und so richtig kuschelig. Ich wasche die jetzt durch. Und dann. Kommt die direkt auf unser Bett. Ich liebe Biberbettwäsche im Winter. Voll toll. Da freue ich mich. So. So, hier habe ich jetzt schon die Wäsche wieder gefalten. Die Windeln sind übrigens super, die wir von Amazon haben. Wir haben ja so günstige Stoffwindeln uns erstmal ausgesucht, um das für uns auszuprobieren. Das ist so ein 6er-Set gewesen. Und die sind echt klasse. Die wasche ich dann immer mit meinen Baumwollstillpads zusammen. Die sind echt super. Und da wir ja nur zu Hause diese benutzen, ja, reichen die auch erstmal aus, die 6 Stück. Und die sind bis 15 Kilo. Also die kann man hier so vergrößern, verkleinern. Sehr praktisch. Und für 6 Stück haben wir 40 Euro bezahlt. Von daher haben wir das ganz schnell wieder raus, wenn wir keine... Pampers oder diese Eigenmarken von DM oder so kaufen. Die Kleine jetzt noch was? Ja. Ich habe die Kleine jetzt mal ins Tragetuch gebunden und wir waren einen großen, also für meine Verhältnisse, große Runde spazieren. Eine kleine Runde. Ja. Soll ich die einfrieren? Die 9.2. abgelaufen. Ja. Und die noch 9.2. Ja. Da ist ja noch die waren ja eingefroren, haben wir aufgetaut, aber... Ja. Der Bernd... räumt gerade den Kühlschrank auf. Deswegen ist hier alles verteilt. Der ist voll der Hausmann geworden jetzt so im Lockdown. Voll organisiert, macht immer die Spülmaschine, Küche aufräumen und so, kochen, alles. Ja. Was ich sagen wollte, wir waren spazieren eine Runde. Erste Mal alle zusammen. Und das war richtig schön. Die Maus war hier im Tragetuch und ja, hätte ich nicht gedacht, dass uns das so gut zusagt. Da ist sie, ja. Und die seufzt immer so ganz süß, dann so, macht die immer das voll süß. Habe ich noch nie so bei ihr gehört. So. Und einmal hat sie richtig gegluckst. Oh, toll. Egal, voll so Mutterliebe. Sprudelt über. Ja. Ich beobachte das mal. Achso, und ich habe noch ein Brot aufgesetzt. Da hinten in unserem Brotbackautomat. Jetzt noch, können wir auch morgen auftauchen. Das ist von den Schokokuchen, ne? Ach, Sachertorte oder sowas, ne? Ja. Übermorgen, ja, übermorgen. Wir verteilen der Liebesfamilie. Wir bekommen Besuch
Familienbesuch, Babybegrüßung. Das musste man ja jetzt alles so ein bisschen verteilen. Ja. Und bei uns gibt es nur Tiefkühlkuchen, weil wir nicht backen können zurzeit. Weil wir uns auf unsere Tochter konzentrieren hauptsächlich. Du. Ich. Du auch. Ich bin nur am Schackern. Bist du doof? Wir hatten die ganze Wäsche gemacht heute. Ja, hast du gesagt, wer hat die Wäsche gerade gemacht? Ich mache das nur schwarz. Warum bist du jetzt hier so unlustig bei den Menschen? Die glauben das. Nein, die wissen das. Dass ich hier nur rumliege und sitze. Jetzt der Wurzel, hörst du ja auch. Hab ich. Ich habe heute das Badezimmer oben geputzt. Ich habe. Mach ich doch auch nebenbei. Ich habe die ganze Wäsche gewaschen, Betten gemacht. Wer hat Depression? Ich erzähle von meiner Klugheit der Spülmaschinenanräumung. Ja, der Bernd hat jetzt ein neues System für Spülmaschine einräumen erfunden, wo wir uns jetzt alle dran halten sollen. Ja, macht eh keiner. Ich hab wenigstens. Ja, spätestens wenn Lockdown vorbei ist und du wieder arbeiten bist, dann ist. Dann machst du alles wieder anders. Dann mache ich alles wieder nach meinem System. Aber ich mache ja gar nichts. Ich liege ja nur rum und kümmere mich ums Balk, wie du sagst. Schon habe ich gesagt. Nicht mal das mache ich. Ja. Ja. Bitte? Ich muss die Titte geben. Ja. Ich muss ihr deine Titte geben. Du musst ihr meine Titte. Nein, du redest wirres Zeug. Ey, so, und jetzt muss ich erstmal das Video fertig machen, was ihr morgen sehen sollt. Das habe ich eigentlich schon fertig geschnitten und hochgeladen, aber den Thumbnail habe ich noch nicht fertig. Das mache ich jetzt, damit ihr morgen ein Video habt. Guten Abend, es ist schon 18.55 Uhr. Und ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht mit Livia, die kriegt gerade Abendessen. Bei uns ist das so, also die ist wirklich unglaublich, die schläft fast durch, die kommt einmal, maximal zweimal in der Nacht. Dann stille ich sie halt und ja, ansonsten schläft die durch, also quasi wie durch, es ist nicht durch, aber ihr wisst, was ich meine, die ist nicht nachts wach und weint oder groß, ist alles total toll. Ich will es nicht so laut sagen, weil das kann sich natürlich auch alles noch ändern. Und dann ist es halt tagsüber so, dass sie sehr viel trinkt, sehr oft und sehr lange. Ich glaube einfach, weil die sich halt dann tagsüber das holt, was sie dann nachts einfach verschläft. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier schön auf dem Sofa. Hatte ich euch schon erzählt, dass wir eine große Runde spazieren waren? Ja, habe ich, weil ich euch das Tragetuch gezeigt habe. Und jetzt ist der Bernd nochmal mit dem Smurfy eine große Runde laufen. Also die Abendrunde. Und ich bleibe jetzt halt hier, weil die Kleine Hunger hat. Und Calvino, habe ich euch erzählt schon. Ich glaube, auf Instagram habe ich euch das erzählt. Ich war da halt voll aktiv in den letzten Tagen, weil ich nicht so gevloggt habe. Jetzt ist die Kleine ja schon eine Woche und einen Tag alt. Und das letzte Video, was ihr gesehen habt, da war die Kleine gerade einen Tag geboren. Wir haben halt ein bisschen Pause gemacht, einfach um uns richtig kennenzulernen. Und wir haben so das Bonding hier total genossen, das Wochenbett, einfach ganz viel gekuschelt mit der Kleinen. Ganz viel Zeit genommen, ganz viel Ruhe gehabt. So, das war richtig schön, das ist immer noch schön, das machen wir ja immer noch. Aber jetzt, heute habe ich mich halt wirklich nach Vloggen gefühlt und so. Und ich wollte das nicht machen, also Vloggen, weil ich das machen muss. Und einfach, weil ich Lust drauf habe. Und ja, heute hatte ich da Lust drauf. Und deswegen habe ich euch mit durch unseren Tag genommen heute. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und Calvino, der hat Besuch. Habe ich euch im letzten Video erzählt, das wollte ich sagen. Oder auf Instagram, weiß ich nicht, wo ich das erzählt habe. Dass er ja jetzt sich wieder treffen darf. Das durfte er nicht wegen der Geburt, weil wir Angst hatten, dass wir in Quarantäne müssen, wenn wir uns mit Fremden, also außerhalb von unserem Haushalt Menschen treffen, dass wir dann in Quarantäne müssen und dass wir dann nicht im Geburtshaus zur Geburt dürfen. Und deswegen, jetzt darf er wieder und jetzt hat er ja seinen Exklusivfreund, also dass er halt jetzt auch nicht jeden Tag andere Menschen trifft, sondern halt schon immer denselben. Und der ist heute hier, der hat Besuch, der ist auch total glücklich, dass Besuch da ist und alle sind glücklich. Jetzt gibt es gleich Abendessen, wir haben von gestern noch Reste, Lasagne. Und so ein Salat, Blattsalat mit Sahne, Essigessenz und Zuckerdressing. Und dann machen wir noch Pizza dazu für die Jungs. Kann so jeder ein bisschen das essen, worauf er Lust hat.
Ach, Bernd ist wieder da von der Teiterrunde. Und ja, ansonsten wird nicht mehr viel passieren heute, außer dass wir dann irgendwann halt schlafen gehen. Und ja, jetzt werde ich auch müde. Da kommt der Papa. Na, alle. Hast du ganz fein Piss-Piss gemacht? Ja, komm, hier ist Murphy. Komm. Und da er heute zwar noch aus Bibi ist, ja, habe ich mir gedacht. Alles gut. Komm, hier ist Murphy. Komm, kuscheln. Hier ist Murphy. Ja gut, ihr Lieben, dann würde ich mich jetzt vom Vlog verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.